Nach über einem Jahrzehnt hat BMW mit dem neuen 8er wieder einen großen Sportwagen im Programm. Auf das Coupé folgt jetzt das Cabrio. Der neue 8er verbindet Sport mit Luxus. Gefüllt wird das Angebot an attraktiven Cabrio-Modellen in Deutschland immer geringer. Aber heute fahren wir ein ganz besonders schönes Exemplar. Das ist das neue BMW 8er Cabriolet. Große Lufteinlässe, flache Scheinwerferschlitze und die mächtige Doppelniere dominieren die Front. Eine lange Schnauze, geduckte Silhouette und stark ausgestellte Radhäuser, die typischen BMW-Proportionen. Am Heck große Endrohre und eine geschwärzte Heckschürze. In so einem M850i kann man das Leben wirklich genießen. Der Motor vorne unter der Haube natürlich äußerst potent und ich habe die Qual der Wahl. Möchte ich komfortabel unterwegs sein, drücke ich einfach auf Komfort. Möchte ich vielleicht ein bisschen mehr Sprit sparen, drücke ich auf Eco, dann kann das Fahrzeug auch segeln. Und wenn ich sagen möchte, ich möchte es mal so richtig krachen lassen, dann wähle ich einfach den Sportmodus oder optional den Sport Plus Modus und dann geht's richtig nach vorne. Trotz seines Gewichts von über 2 Tonnen spurtet das M850i Cabrio dank 4,4 Liter großem V8 Turbo Benziner und 390 kW Leistung in nur 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Elektronisch abgeregelt ist bei 250 km/h Schluss. Die Top-Motorisierung gibt es in Deutschland ab knapp 134.000 Euro. Die Lenkung ist leichtgängig. Die hier verbaute 19 Zoll Bremsanlage auf den Punkt lässt sich richtig fein dosieren. Ja, und die lästige Schaltaufgabe, die lasse ich doch einfach die 8-Gang-Automatik übernehmen. Das Cabrio verfügt serienmäßig über Allradsystem und Sportdifferential. Die elektromotorisch erzeugte Sperrfunktion im Hinterachsgetriebe optimiert neben der Traktion vor allem das Herausbeschleunigen aus der Kurve. Es lebe die Kurvenatz. Und sollte es dann doch mal regnen, kann ich das Dach während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h schließen und das dauert dann nur 15 Sekunden. Nappa-Leder und Sportlenkrad gehören zur Serienausstattung. Optional funkeln der Knauf des Gangwahlhebels, der Drehdrücksteller und der Startknopf. Sie sind aus Kristallglas. Ein Nackenwärmer, der bei kälteren Außentemperaturen warme Luft aus den Kopfstützen bläst, gibt es trotz des stolzen Grundpreises nur gegen Mehrkosten. Das ist ärmlich, liebe BMWler. Vorne kann ich mit meinen 1,75 natürlich sehr gut sitzen. Jetzt versuchen wir es einfach mal hinten. Der Sitz geht nach vorne, erleichtert mir den Einstieg und ich gebe zu, wir cheaten etwas. Ich habe es mir besonders einfach gemacht, denn mit dem offenen Verdeck kann ich natürlich ganz einfach hier einsteigen. So, und so würde ich sagen, könnte ich sogar bequem sitzen, aber der Fahrer natürlich noch nicht. Fahrer sitzt eingestellt auf 1,75 und jetzt fährt der Sitz noch nach hinten und stößt genau jetzt an meine Knie. Und da sage ich definitiv, längere Strecken sehe ich hier hinten keinen Sitzen. Eine Integral-Aktivlenkung trägt entscheidend zu den sportlichen Fahreigenschaften des 8er Cabrios bei. Bis zu einer Geschwindigkeit von 72 km/h werden die Hinterräder entgegen des Lenkwinkels der Vorderräder eingeschlagen. So folgt das Fahrzeug noch präziser dem eingeschlagenen Kurs. Die hier verbaute Abgasanlage, die macht übrigens einen ganz, ganz schönen sonoren Klang. Und den kann man natürlich auch noch mal optional ein wenig lauter stellen. Das heißt, auch da habe ich die Wahl, möchte ich es lieber leise und zurückhaltend oder doch sehr präsent, dann schalte ich einfach in den Sport- bzw. Sport-Plus-Modus und dann wird es nochmal richtig laut. Und ja, ich muss gestehen, auch das gefällt mir ausgesprochen gut. Der V8 unter der Haube im Zusammenspiel mit der Beschleunigung und dem Klang, da bekomme ich ab und zu schon eine kleine Gänsehaut.